Ja, jetzt sind wir zurück. Danke an meine Zoom-Zuschauerinnen und Zuschauer, die hier kurz Geduld hatten. Facebook funktioniert jetzt. Ich habe schon die Anfragen bekommen. Mike, wo bist du? Facebook lief gerade nicht, liebe Zuschauer. Ähm, da gab es ein Problem bei der Übertragung. Deswegen habe ich noch mal kurz äh, hier alles äh, auf, auf Null gesetzt und neu gemacht. Jetzt ist der Stream auch drüben von der Seite her passt. Ich äh, höre jetzt auf mit der Vorrede. Wir machen jetzt ratzfatz durch. Das ist schon sieben nach halb, acht nach halb. Das heißt, hier knallen wir jetzt einfach mal die Signale durch. Ich sehe es im Hintergrund, äh, Sie auch an dieser Stelle. WTI mit einem Verkaufssignal auf Jahreshoch. Gestern der Schub nach oben, der, äh, das Gap wurde abverkauft. Es gab einen Drohnenangriff auf eine, auf eine Anlage. In Saudi-Arabien, da gibt es ja immer wieder Gefechte. Das war aber alles halb so wild und der Markt hat direkt wieder abverkauft, hat ein Verkaufssignal im Chart hinterlassen. Das schauen wir uns an. Dann schauen wir bei den Währungen äh, mal auf das Währungspaar US-Dollar, Cannes-Dollar ähm, und äh, wir bekommen auch schon Wunschmärkte rein. Britisches Pfund, dollar Also wer Wunschmärkte hat, gerne rein an dieser Stelle. Auch gerne den ein oder anderen Indiz. Das Ganze an dieser Stelle, das machen wir gleich zunächst. Der Risikohinweis bitte ich wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und dann kommen wir zu den heutigen Tagesnachrichten. Ähm, wir sehen es: ähm, eine richtig gute grüne Zahl, die Handelsbilanz in Deutschland. Äh, da haben wir hier an dieser Stelle 22,2 Billionen. Das ist ein ordentlicher Zuwachs zu 16,4 in der vorherigen Angabe. Das ist klasse. Die deutschen Exporte sind auch richtig, richtig gut ins neue Jahr gestartet. Nach dem ziemlich schweren Jahr 2020 ist das zumindest mal ein sehr, sehr guter Jahresauftakt, der hoffen lässt. Ähm, dass äh, mit den äh, Ausweitungen der Impfung und mit der ja hoffentlich bald erreichten deutlich weiteren Immunität, dass dort alles wieder besser wird, das stützt natürlich äh, entsprechend die Märkte. Das stützt auch die klassischen, ähm, äh, die klassischen, Aktienwerte. Das sehen wir ganz klar. Eine starke Branchenrotation findet hier statt von den technologielastigen Werten äh, in die, sage ich mal, wie, wie nennt man das so schön? Ich glaube, man nennt das Old Economy. Ja, also, <laughs> das klingt ein bisschen altge. Backen, wird aber gerne so äh, quasi auch verwendet. Also, das ist quasi all das, die sogenannten zyklischen Werte, die werden momentan gesucht. Auch die Banken profitieren natürlich von steigenden Zinsen und die Zinsen sind am Steigen. Und das ist genau die große Herausforderung, die der Markt, der Aktienmarkt momentan auch hat. Technologie wird massiv abgekauft, es wird umgeschichtet und das Problem ist halt die steigende Inflation. Der Inflationsdruck ist da und der wird momentan ähm, auch nicht wirklich weniger, weil Nummer eins, die Ölpreise steigen. Ich hatte das ja schon gesagt, was dazu noch kam, sind die steigenden CO2-Abgaben. Das passiert auch weltweit. Das macht das Ganze natürlich für die Wirtschaft noch teurer. Was haben wir noch? Wir haben natürlich die Inflation durch die, die wird angefeuert, auch durch, die, durch den Konsum. Der wird ja jetzt auch zunehmen, zumal man in den USA beispielsweise auch jetzt diese 1400 Dollar-Schecks an die Bürger rausschickt. Und da weiß man zwar, dass die nicht alle bekommen, aber es wurde schon gesagt, jeder oder ach, gut 98% von denen, die die 6 Dollar-Schecks im letzten Jahr bekommen haben, sind auch Empfänger von, 4, von den 1400 US-Dollar-Schecks. Das heißt, an dieser Stelle, das hat im letzten Jahr den Konsum gut geholfen und das wird auch jetzt dem Konsum helfen, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und das bringt dann natürlich noch mehr Druck auf den Markt und das bringt Druck auf die Preise. Wenn die Löhne steigen, dann ist alles gut, weil dann haben die Menschen, die auch in Arbeit sind, genügend Geld, um die sag ich mal, momentanen Preissteigerungen zu bezahlen. Problematisch wird das Ganze nur dann, äh, wenn die Preissteigerungen so stark sind, dass man sie nicht mehr bezahlen kann oder bezahlen möchte. Dann regelt sich, das regelt die Wirtschaft allerdings dann entsprechend alleine. Ne? Dann wird weniger konsumiert. Dann geht plötzlich die Nachfrage zurück und wir wissen ja, was passiert, wenn das Angebot höher ist als die Nachfrage, dann sinken die Preise. Das wird die Wirtschaft selber machen. Den Aktienmarkt wird das dann sicherlich nicht gefallen, aber äh, ja, guys, es ist ein so wir haben es momentan mit steigenden Zinsen zu tun und das ist halt immer in diesen Situationen auch damit verbunden das Geld rotiert. Wir sind bei den 10-jährigen Anleihen mittlerweile bei glaube ich 1,6 angekommen und das merkt man dann natürlich am anderen Ende bei den Aktien auch schon und wie ich schon gesagt, wenn die Kredite deutlich teurer werden, ist das schlecht für Technologiewerte. Deswegen sehen wir auch, dass der technologielastige Nasdaq hier dem Aufstieg, den wir beispielsweise im Dow oder im DAX gestern gesehen haben, überhaupt nicht helfen kann. Das Kurz dazu, was bekommen wir heute noch bei uns hier im Laufe des Tages? Wir bekommen das BIP aus der EU. Äh, um 11 Uhr, 13 Uhr gibt es, wie gestern auch avisiert, den kurzfristigen Energieausblick der EIA in den USA und wir bekommen heute Abend einen wieder erneuten Einblick in den API-Rohöl. Das ein paar wichtige Daten. Wir wissen es, was diese Woche noch kommt. Für den Euro, ganz, ganz wichtig die EZB am äh, donnerstag würde nicht wundern mich wenn die äh, ezb weiter dovish ist und den ja, äh, euro äh, dadurch weiter in bedrängnis bringt in Anführungsstrichen in Bedrängnis für die Wirtschaft ist es ja gut, wenn der Euro schwächer wird für den Export. Also es hat alles für und wieder von der Seite her, da warten wir drauf und das Ganze natürlich auch die Bank of Canada, die kommt dann morgen. Das ist schon mal ein kleiner Vorausblick für das, was wir uns gleich anschauen. Damit gehen wir zu den Charts und wie immer machen wir es so wie gewünscht. Das Bild wird groß für alle, die hier zuschauen, dass wir die Charts auch weiter sehen können und damit ja, Schauen wir uns das Ganze mal im Detail an dieser Stelle entsprechend an. Und das heißt an dieser Stelle der Blick in den Ölmarkt. So, was machen wir jetzt? Ich lösche erstmal ganz kurz hier die ganzen kleinen Linien raus. Die kleinen Linien, die brauchen wir gleich, wenn wir uns die aktuelle Chart-Situation anschauen und wir sehen, ähm, was hier passiert. Das, das Umkehrsignal, von dem ich hier berichtet habe, das, das war schon massiv. Das ist ein Kursschub nach unten gewesen. Halleluja. Da sieht man mal, ähm, dass das Eis da oben in der Situation, wo wir jetzt sind, bei knapp unter 68, 78 Dollar, das ist schon ziemlich, ziemlich dünn. Heiße Luft da oben. Wir gucken uns das Ganze mal kurz in der Woche an, damit man einfach mal sieht, wo wir stehen. Und ich hatte das ja gestern schon mal versucht, ein bisschen zu erklären. Das Level, in dem wir hier oben stehen, das ist schon ein relativ hohes Level. Also der Markt ist dort relativ weit gestiegen. Und die, ich möchte es jetzt mal nicht Problematik nennen, aber das Thema, was wir jetzt hier auf der Uhr haben, verglichen. Mit den anderen Ausbrüchen, die wir hier ähm, auf, der, auf der Unterseite hatten, wenn wir uns mal diesen Trendverlauf auch nach oben anschauen. Schaut mal, ähm, wir sind, als wir hier unten ausgebrochen sind, hatten wir sozusagen einmal hier in diesem Bereich, einmal hier oben in diesem Bereich Anlaufpunkte, wo durchaus Orders von anderen Händlern warten konnten, die den Markt nach oben getrieben haben. Das ist dann auch gekommen. Dann hatten wir eins hier um die 59,20, dann hatten wir hier oben die alten Hochs. Also, da waren quasi immer wieder Punkte, die man. Planung annehmen konnte, die in relativer Nähe zum Markt waren, wo wir durchaus Absicherungsorders von Händlern, die nach unten unterwegs waren, äh, quasi mitgenommen haben. Jetzt allerdings sind wir, und wenn ich das Bild mal etwas kleiner zusammenrafe, weiß man auch, was ich meine. Jetzt sind wir halt da oben in einem extrem wichtigen Level angekommen. Und zwar, das ist das in dem extrem großen Bild, genau das Level, was wir hier aus dem ganz, ganz, ganz großen Abwärts- Trend mache. Ich mal den mal ganz kurz dick. Also hier, das ist der ganz, ganz große Abwärtstrend. Ne? Also bitte mich jetzt nicht für verrückt halten. Ähm, das, was wir hier sehen, ist quasi das dicke Eingezeichnete. Das ist eher so der Monatstrend. Aber es spielt jetzt keine Rolle, welche Zeiteinheit das ist. Das ist dem Level hier oben völlig wurscht und die Händler, die hier oben entsprechend agiert haben, den ist der Trend auch wurscht. Der Trend ist ja nur das, was wir hier als, äh, sage ich mal, Endresultat ähm, der Aktionen durch die abgerechneten Orders im Chart entsprechend sehen. Und das ganze Thema hier oben ist halt heikel, denn wir sind hier kurz drüber gelupft. Der Grund, warum wir drüber gelupft sind, spielt jetzt für die charttechnische Betrachtung erstmal keine großartige Rolle. Ja, ich gehe auch davon aus, dass wir weiter steigende Preise sehen werden. Wenn sich die Wirtschaft weiter erholt äh, und äh, der Ölmarkt so bleibt, wie er ist, dann ist der Druck eher von unten nach oben zu sehen. Wir haben auch auf der Chartoberseite schöne charttechnische Ziele. Hier oben das nächste bei 77 äh, US-Dollar im WTI für das Fass. Aber. Schaut mal, hier hatten wir Anlaufpunkte zwischendrin. Hier ist nichts. Nothing. Da ist kein Anhaltspunkt, den wir hier gut nehmen können, dass wir solche wichtigen Chart-Level hatten. Hier ging es einfach nur rrt, nach unten. Und das ist halt ein Punkt, wenn dort plötzlich dann ähm, mögliche Absicherungsorders fehlen, dann fehlt halt die Käuferseite durch eine andere initiierte Basis. Ja. Das heißt, jemand, der Short unterwegs ist, der ist ja nicht daran interessiert, die Stücken zu kaufen, um von einem steigenden Ölpreis zu, zu, zu profitieren, sondern <laughs> er sichert sich ja ab. Ja? Und deswegen ist das ganz was anderes. Und das ist das, was wir hier momentan im Öl als aktuelle Situation haben. Und das ist der aktuelle Sachverhalt. Und <laughs> was wir hier an dieser Stelle auch sehen, wenn wir uns den Tag mal anschauen, das Verkaufssignal von gestern wird momentan leicht sogar bestätigt, und das ist halt der Punkt. Die Unterseite vom Chart ist momentan anscheinend aus kurzfristiger Sicht deutlich interessanter, denn wir haben jetzt auf der äh, Stundenbasis hier an dieser Stelle mittlerweile einen intakten Abwärtstrend. Ne? Das haben wir vorhin, ähm, als ich den Block geteilt habe, standen wir kurz davor, ähm, hier was rauszunehmen. Da haben wir jetzt inzwischen schon das Tief rausgenommen. So, das heißt, an dieser Stelle sind wir hier in einem sehr, sehr wichtigen Bereich angekommen, wo wir nämlich hier, schaut mal, das hier war der letzte Ausbruchsbereich im Stundenchart. Hier drüben haben wir das Gap gehabt. Das Gap ist gestern geschlossen worden, das spielt für uns jetzt keine Rolle mehr. Und jetzt fängt der Markt in diesem Bereich hier an. Gestern hat er sich kurz hier unten gesammelt, ist dann nach oben ausgebrochen und dann nach unten wieder durchgelaufen. Das heißt, im kleinen Bereich haben wir jetzt hier definitiv einen Abwärtstrend und dieser Abwärtstrend, der hat aus der Charttechnischen Sicht nach unten hin natürlich ähm, ordentliche Chancen, ordentliches Potenzial. Und zwar, wir sehen es hier an dieser Stelle, wenn wir uns nur mal diesen letzten Aufwärtsschub nach oben anschauen, dann haben wir hier das nächste Zwischentief unten liegen um die 63,35. Ja, das ist auch in der Nähe von diesem größeren Ausbruchsbereich hier, als sich der größere Trend hier nach oben hin fortgesetzt hat. Das ist dieser Bereich gewesen. Kurz darunter war der Kaufbereich. Das wäre das nächste, erste Ziel auf der Chartunterseite. Und wenn der Markt dann dort auch kein Halten findet, sondern erstmal wirklich in eine deutlich tiefe Korrektur reingeht, also da sprechen wir von der Distanz hier unten von 59,20 bis hoch zu 76,93, das war ja der Bewegungsarm und da haben wir halt das Zwischentief hier unten. Und all das da drinnen ist korrektive Phase, das ist alles in Ordnung im Sinne übergeordneten Aufwärtsdynamik und da haben wir es halt hier einfach ganz klassisch liegen die Zwischentiefs 60 60 60 80 59, 65. Das ist alles im Bewegungsarm. Und wenn wir tatsächlich auch ins Extrem reingehen, dann haben wir hier auch, es könnte sogar sein, dass wir einfach mal kurz hier unter das Zwischentief lüpfen und das nahegelegene nächste Zwischentief aus der größeren Trendphase, ich hoffe, man kann es sehen, ja, genau, das ist der größere Trend. Schaut mal, die sind nicht so weit auseinander dass es da unter der aktuellen Volatilität nicht einfach auch mal einen Spike unten drunter geben kann. Also, das ist dann das Extrem, das möchte ich mal nicht außen vor reden, aber es ist einfach ganz, ganz klassisch so, das sind die Marker, die wir hier auf der Unterseite da haben für die korrektive Phase. Nun muss man allerdings auch eins sagen, wenn der Markt stark bleiben sollte und hier nur mal ganz kurz drunter gelupft ist ja, und dann das Ganze nach oben schiebt, das kann auch ein bisschen äh, mit dem, mit dem äh, Energieausblick der USA heute zu tun haben, dass der Markt hier unten verharrt und dann doch drüber lupft, wieder oben über, die, über, die, über, die, über das kleine Zwischenhoch hier. Moment, ich gehe da mal kurz rein. Also über dieses kleine Hoch hier oben, ähm, das liegt im Bereich von 65, 65, sollte das passieren. Dann wird die Oberseite wieder interessant. Dann haben wir die Anlaufbereiche auch auf der Oberseite liegen. Ne? Und dann hätten wir hier die 6637 und die 6755. Und wer sich jetzt fragt, wie kommt denn der Seidel darauf, an diesen Stellen äh, die entsprechenden Zwischenhochs für den Anlaufbereich auf der Chartoberseite rauszusuchen, ähm, man kann hier den kleinen Trendverlauf unten drunter sehen. Ich äh, mache ihn mal kurz rein. Hier, dass man sieht, da hat man zumindest mal. Dieses kleine Level drinnen, das hier oben schon gar nicht. Aber was ich hier gemacht habe, ist in der Handelsvorbereitung. Ich habe einfach mal geschaut, wo man hier einen vernünftigen Trendverlauf sehen kann. Und dann kann man in den Zeiteinheiten runtergehen und beispielsweise in den 15 Minuten mal schauen, hier in der halben Stunde, ähm, da sieht man es auch schon. Hier das erste Zwischenhoch da oben, das zweite, der verweilen haben wir hier. Und da sucht man sich einfach das, wo es passt. Und das sehen wir halt, je kleiner die Zeiteinheiten werden, je signifikanter werden diese Marke halt auch. Und wir sehen es halt hier oben. Dass die erste, die 66, 37, war das Zwischenhoch hier drüben aus diesem trendigen Verlauf. Und hier hat man es dann entsprechend auch runter. Kurze korrektive Phase hier zweimal. Ist zwar eine Seitwärtsphase, aber das Level hier oben, das war quasi auch das, wo wir hier ein paar Mal angestoßen sind und dann nach unten abgedreht sind. Das war das initiale starke Verkaufslevel, als sich dieser kleine Abwärtstrend da oben gebildet hat. Also schaut man das hier oben, wo es dann wirklich dann stark nach unten ging. Das ist das kleine Zwischenhoch da oben. Da kommt das her. Das sind möglicherweise Anlaufpunkte, die man hat. Hier nochmal das Gap auch drinnen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, es bleibt eine Chance da. Wir müssen allerdings wirklich oben drüber über dieses kleine Zwischenhoch hier bei 65, 65 vorher braucht man über diese Sache gar nicht zu sprechen. Und das ist das Öl. Und wo wir gerade beim Öl sind, möchte ich auch auf eine äh, Petro-Währung eingehen. Und zwar ist das das Währungspaar oder beziehungsweise erstmal an sich ähm, der Can Dollar Und ja, wir machen es jetzt mal so ein bisschen, <laughs> ein bisschen zur Gewohnheit. Ich muss mal kurz auf den Monitor oben schauen, ähm, dass wir uns die Währungspaare auch mal im Future-Bereich auch anschauen. Weil ich denke, das ist interessant äh, auch mal zu sehen, ähm, wo man gute, äh, sage ich mal, Informationen herbekommen kann. Und wenn wir uns den Kan-Dollar einfach mal anschauen, ähm, der ist schon relativ stark und der ist auch schon sehr, sehr stark gestützt durch das Ö. Und wir sehen hier im kann dollar momentan einen, einen, einen Verlauf hier in so einem Dreieck nach dem Abwärtsschub nach unten, wo der Markt quasi unten hier im Bereich um die 78,50 in etwa. Einen leichten Boden gefunden hat, aber sich noch nicht so richtig zur Oberseite hin traut. Und ähm, das könnte durchaus, wenn wir uns die letzten Tageskerzen hier mal anschauen, ich hoffe, äh, man kann das in diesem Chart äh, halbwegs vernünftig sehen durch die Übertragung. Ich zoome das Bild mal noch ein bisschen größer. Wir haben hier in den letzten 1, 2, 3, 4 Handelstagen kaum Bewegung zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs gehabt. Das zeigt uns einfach, dass wir hier eine sehr, sehr stark abwartende Haltung haben. Und ich würde mich nicht wundern, wenn diese stark abwartende Haltung etwas mit der Notenbanksitzung zu tun hat. Und damit gehen wir jetzt mal rüber in das Währungspaar US-Dollar-Kanadischer Dollar. Denn das schaut genauso aus wie der Chart im. Wo haben wir es hier? Kanadien, US-Dollar, Kanadische Dollar. Das Chartbild sieht genau so aus. Moment, ich lösche mal ganz kurz hier raus. Wer, wer die Linien hier schnell löschen möchte, drückt einfach auf äh, B, also Steuerung und B. Äh, und dann hat man dieses Fenster hier, dieses Objektfenster auf und dann kann man relativ schnell löschen. So, und wenn wir uns jetzt mal dieses Bild hier anschauen wollen, schaut mal, ähm, natürlich sieht dieser Chart äh, von der Richtung her anders aus. Ne? Das heißt, äh der Kann-Dollar an dieser Stelle ähm, ist ja der starke Part in dieser Währung, in diesem Währungspaar und der drückt jetzt natürlich von oben nach unten. Deswegen fällt dieser Markt. Und hier haben wir das ähnlich, wie wir das gerade gesehen haben im ähm, kanadischen Dollar. Wir haben oben so leicht hier den Deckel drauf. Ja, man kann da auch eine leicht schräge Linie ziehen, aber wir sehen es halt hier im Abwärtstrend. Ist das hier oben um die 1,2740 so ein Deckel äh, und, und die Unterseite ist so leicht schräg nach oben hin anlaufend. Und das birgt halt jetzt an dieser Stelle ähm, die, äh, die Geschichte, dass wir den Ausbruch halt zur Unterseite sehen, weil hier oben kommt kein Kaufdruck rein, da wird immer wieder abverkauft und unten, ähm, sagen wir mal, äh, wird halt die Luft, also der Druck ähm, äh, immer mehr, dass der, der, das Dreieck hier oben zusammensteigt und die Verortung in diesem Abwärtstrend ist halt nicht immer, aber oft dann ein Zeichen dafür, dass der Markt das Teil dann nach unten rausnimmt. Und das ist halt etwas, das wir durchaus auf der Uhr mit haben können. Und wenn wir uns das mal kurz im kleineren Zeitverlauf anschauen wollen hier an dieser Sache, da rafe ich das mal ganz kurz zusammen. Also wir sehen hier oben den Deckel oben drauf, äh, das ist jetzt ganz klar. Und wir sehen auch diese Wechseldynamik. Ne? Hier ging es im Trend nach unten, dann ging es im kleinen Trend nach oben, dann wurde nochmal ein Tief gemacht, dann wurde wieder ein Aufwärtstrend gemacht, der wurde dann wieder gebrochen. Und jetzt haben wir hier so dieses Hin und Her und ein, eine wichtige Marke, die wir hier unten drinnen haben. Ist jetzt im Kurzfristbereich hier erstmal der Bereich um die 1,2640. Wenn wir da drunter lupfen, dann setzt sich dieser kleine Trend hier nach unten hin fort und dann haben wir auf der chart unterseite zunächst erstmal hier als nächsten Anlaufbereich hier die Marke von ungefähr 1,2625 und danach, wenn das auch noch rausgenommen wird, hier unten das nächste Zwischentief um die 1,2575. Das sind mal die Marker, die wir da erstmal trendtechnisch aus der Chartanalyse raussuchen können und wenn das Level auf der Unterseite auch noch wegfällt, dann schaut mal hier unten, da haben wir das nächste Low und das haben wir um die 1,2470 in etwa rum 65,70, das ist der Tiefbereich hier unten und wenn wir uns das mal kurz auf Tagesbasis anschauen wollen, dazu mache ich den Chart mal ein bisschen größer dass wir es sehen, ja, da sind wir durch die Verortung hier im Abwärtstrend aus der Korrektur raus nach unten laufend und das sind dann einfach die Anlaufpunkte und wenn wir mal sehen was sich durch dieses Szenario dann entsprechend bildet, das ist einfach der Abwärtstrend, der sich dann hier entsprechend auch fortsetzt. Also ich mache es mal kurz im großen Bild. Ne? Da kommen wir ja von unten, da trendet der Markt runter. Das ist alles ein ganz normales äh, Prozedere. Jetzt sind wir hier sozusagen in die korrektive Phase reingelaufen, nach oben hin, haben quasi die den hier nach unten schwingenden Abwärtstrend rausgenommen, also den Bewegungsarm. Und jetzt geht es halt schon wieder in die Situation rein, dass der Markt nicht sauber ähm, nach oben möchte, sondern hier, er fängt halt an zu schwächeln. Und wenn wir hier unten drunter laufen, haben wir wieder einen Trend nach unten, einen kleineren, der läuft dann in den größeren rein. Das ist der Start der Bewegung dann nach unten. Und da haben wir halt dann als nächsten größeren Anlaufpunkt hier unten auf der Chartseite halt das Zwischentief auf der Unterseite. Und das ist das, was man gut und gerne schön als Plan mit nutzen kann zur Chart-Unterseite, wenn sich das Ganze entsprechend entlädt. Muss man abwarten? Ist eine feine Geschichte. Was auch eine feine Geschichte ist, sollten wir tatsächlich den Schub oben drüber bekommen. Das ist so ein bisschen das Zünglein an der Waage, ähm, was äh, hier am Ölmarkt auch weiter passiert. Es wird sozusagen dafür sprechen, wenn der Ölpreis nachhaltig unter Druck gerät. Äh, aus welchen Gründen auch immer, die können sich mir momentan noch nicht erschließen, aber das wäre dann halt hier die Ausweitung der korrektiven Phase, denn äh, wir haben es ja schon gesehen, ich hatte es auch gerade eingezeichnet hier an dieser Stelle, der letzte Bewegungsarm, äh, beziehungsweise äh, hier von oben nach unten ist ja zur ich sag mal, vielleicht ein bisschen mehr als der Hälfte korrigiert. Da gibt es natürlich schon noch ein bisschen Potenzial. Und wenn wir uns hier mal das untergeordnete Bild auch anschauen wollen, wo wir den letzten Bewegungsarm haben, wie schön der getrennt ist an dieser Stelle, ähm, da sehen wir halt auch, es gibt durchaus noch Potenzial zur Oberseite hin. Wenn wir das mal sehen wollen hier, da haben wir noch ein paar Anlaufpunkte da, die wir durchaus mit auf der Oberseite abnehmen können. Und das wäre dann Korrekturausweitung. Und das ist der schöne Drehbereich, den wir hier haben. Und da gilt es einfach hinzuschauen. Das ist allerdings dann was für diejenigen, die am PC sitzen und sich die Bewegung sehr, sehr schön anschauen können, um kurzfristig einfach mal drauf zu reagieren. Weil, wenn wir mal sehen, wie diese Lunden hier im Chart auftauchen, die kommen ja nicht einfach so dahergeflogen, sondern da bewegt sich ja schon ein bisschen was. Und wenn man sich das Bild mal im 5-Minuten-Chart anschauen möchte, dann sieht man halt auch an dieser Stelle, dass es da schon gute Möglichkeiten gibt, hier, wenn der Markt oben anstößt, immer wieder die Unterseite aus dem Kleinsten rauszubringen. Das ist dann allerdings wirklich etwas für die kurzfristigen Daytrader. Aber es ist nichts Unmögliches. Das ist immer die schöne Geschichte, die man sich hier an dieser Stelle auch mit raussuchen kann. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zum Thema Wunschmarkt. Und da haben wir nämlich ein britisches Pfund kanadischer Dollar. Den schauen wir uns auch gleich mal noch mit an. Immer wieder auch gerne nachgefragt und da haben wir es entsprechend da. Der Markt im Kurzfristbereich ne, ziemlich unter Druck geraten, aber auch hier, ich hoffe, man ähm, kann das sogar im Vier-Stunden-Chart schon schön erkennen. Die übergeordnete Lage hier in diesem Bereich ist aufwärts gerichtet. Und das hier ist der letzte Bewegungsarm und der wurde jetzt korrigiert. Ne? Und jetzt haben wir hier schon. Leicht den Versuch zur Oberseite drauf zu laufen. Das bleibt hier sehr, sehr spannend im kurzfristigen Bereich, denn wir haben hier oben, Moment, das mache ich jetzt mal, das ehemalige Support-Level mache ich jetzt mal zu dem, was es ist, nämlich ein, ein Widerstandslevel mittlerweile. Ähm, da gilt es drüber zu gehen. Wir sehen hier immer wieder den Versuch drüber zu laufen. Was heißt immer wieder? Aber hier ist abverkauft worden, hier ging es runter, hier ging es runter. Jetzt haben wir es heute in den letzten vier Stunden schon wieder probiert, oben ranzulaufen. Jetzt Geht es auch ein bisschen runter? Das ist so das Zeichen, die korrektive Phase ist noch nicht ganz so vorbei. Also um die korrektive Phase aus dem Markt zu nehmen, möchte ich aus technischer Sicht wenigstens mal einen Aufwärtstrend sehen. Und das heißt, wir gehen hier über das Zwischenhoch dieser Kerze nach oben hin drüber, über die Marke von 1,7565. Dann haben wir hier einen kleinen Aufwärtstrend und dann haben wir zunächst erstmal die Chance hier oben in diesen Drehbereich reinzulaufen und das letzte Hoch hier, da haben wir so ein kleines Spike gehabt, das liegt hier oben im Bereich von 1,7675 in etwa oder was haben wir hier? Wer das genau wissen möchte, einfach mal kurz hier auf die Kerze schauen. Das Hoch haben wir bei 1,7678. Das ist das Hoch hier oben. Und da ist durchaus Potenzial drin, reinzulaufen. Das wäre dann hier die Rausnahme des Trends, wenn wir drüber laufen. Und wenn das passiert, haben wir natürlich weitere Chancen hier oben rein. Aufs Zwischenhoch hier oben um die 1, naja, knapp ähm, 77. 80 oder hier oben dann das Zwischenhoch bei 1,78, ein bisschen über 80. Das ist mal das kleinere Bild. Im großen Bild sehen wir es ganz genauso. Und das ist halt das Schöne, was wir jetzt hier haben. Die initiale Situation, die da ist, die ist wirklich sehr, sehr gut. Wir sehen es aus der ordentlich gelaufenen Korrektur. Haben wir gestern das erste Signal zur Umkehr bekommen. Heute versucht es der Markt schon wieder. Und wenn wir tatsächlich hier drüber stoßen oben, dann haben wir eine gute Chance, zu zur Oberseite reinzulaufen. Wie schon gesagt, hier die Marker, die ich gerade im 4-Stunden-Chart gezeigt habe, sind auch sehr, sehr schön ersichtlich hier im Tageschart. Da könnten durchaus Absicherungsorders der Händler liegen, die den Markt nach unten getradet haben. Das bleibt extrem spannend sowie im mittelfristigen Bereich als auch im kurzfristigen Bereich. Das ist hochinteressant. Chart-Unterseite müssen wir auch kurz mit besprechen. Hier ist es jetzt natürlich momentan noch so, dadurch, dass die untergeordnete Situation ähm, momentan einfach noch nicht sauber raus ist. Ja, wir müssen tatsächlich mal wenigstens ähm, einen Aufwärtstrend haben. Äh, und solange, wie das nicht geschehen ist und der Widerstand hier oben bei 1,75 äh, ein paar 1,60 nicht rausgenommen worden ist, haben wir halt untergeordnet latent noch den Abwärtstrend da. Und solange der vorhanden ist, ja, solange besteht auch immer noch die Möglichkeit einer weiteren Ausdehnung zur Unterseite. Äh, und wenn wir uns das mal anschauen wollen, erstes Ziel hier die knapp 1,7450 äh, am Tief unten und zwischendrin, da müssen wir jetzt allerdings mal in den kleineren Bereich auch reingehen. Hoppala, was ist denn hier mit dem Chart los? Wir haben doch jetzt nicht plötzlich ein Gap nach unten bekommen. Moment. Na, das ist jetzt irre. Kleiner Fehler im Chart. <laughs> Ich, ich werde verrückt. Ähm, also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir hier nach unten gegabt sind. Ähm, das ist Quatsch. Also, nochmal kurz zurück. Gehen wir mal kurz hier rein in die 15 Minuten. Da raff ich es mal kurz zusammen, das Bild. Also, was wir hier sehen in den 15 Minuten, ist einfach die Situation wegen der Unterseite. Hier unten, das ist das Level, was wichtig ist momentan. Das ist der kleine, die kleine untergeordnete Unterstützung da unten. Ähm, und das ist der wichtige Bereich. Sollten wir nicht hier oben drüber kommen, über das Zwischenhoch, über den Widerstand äh, und unter dieses Level hier unten drunter fallen. Ich ziehe die Linie einfach mal hier oben auf. Das ist so der Schwungbereich um die 1,74, äh, ein äh, paar der 80. Wenn das fällt, dann sieht es eher so aus, als wenn der Markt runter möchte. Und dann müssen wir erstmal mal schauen, wie es hier aussieht. Dann ist das eher eine Sache, dass der Markt noch nicht fertig ist mit der Korrektur, der Entscheidungsprozess noch nicht sauber ist. Aber wenn er denn dann kommt, ja, doch drüber geht hier, dann haben wir auch im kleineren Bilde hier ein paar schöne Anlaufmarker hier mit Blick in den 15 Minuten Chart hier die kleinen Mini Zwischenhochs, die hier sind an diesem Verkaufslevel um die 1,75 75, 75 äh, und dann hier oben nein, ist das die 1,75 ,75, 75 doch dann hier schaut mal, das die 176 um die 17, dann hier das kleine um die 17630. Also schöne Anlaufmarker, die auch aus wichtigen Chartbereichen hier drüben kommen. Das kann man durchaus auch mit auf der Uhr auch haben. Also, das zum britischen Pfund kanadischen Dollar und jetzt werfen wir noch mal ganz kurz einen Blick auf die charttechnische Sicht im Euro-US-Dollar. Ähm, denn hier an dieser Stelle ähm, ist der Markt schon ziemlich äh, gut nach unten gelaufen. Wir sehen es hier mal das etwas kurzfristigere Bild mit den ganzen Linien hier. Ähm, aber hier, das ist der starke, starke Schub nach unten. Und wir haben am Donnerstag EZB-Sitzung. Ähm, und es würde mich nicht wundern, wenn der Markt im Vorfeld dieser EZB-Sitzung doch noch relativ volatil bleibt. Aber die großen Bewegungen, die wir hier... In den letzten Tagen auch gehabt haben, die bieten halt auch gute Chancen. Und wenn wir sehen, was jetzt beispielsweise hier momentan geschieht im Euro-US-Dollar, dann sehen wir auch, welche Chancen wir aktuell zunächst auch auf der Chart-Oberseite haben. Denn wenn wir einfach mal schauen wollen, dieses Level hier, Moment, das ziehe ich mal hier, da war das letzte Zwischenhoch, also hier der Schub, Moment, ich mache mal kurz den höheren Zeitrahmen, da sehen wir hier, das ist der starke Abverkauf. Und das, was wir hier drunter sehen, was jetzt hier läuft, das ist der abwärtsgerichtete Bewegungsarm. Und dieser Bewegungsarm, der hat äh, ein, ein wichtiges Zwischentief. Hier genau in dem Bereich, ähm, den ich gerade mal mit ähm, der äh, pinken Farbe auch äh, markiere. Das ist ein wichtiges Zwischentief. Ne? Also wir sehen das hier. Ähm, hier ist der Markt, also im Kleinen natürlich hier noch äh, das drunterlaufen. Aber das ist immer wieder so die Sache mit den Inside Bars. Da ist so wenig Bewegung drinnen. Ähm, der wichtigere Bereich, das ist der hier oben. Ne? Ganz klar, wir haben im, im Kleinen der Stunde jetzt einen Aufwärtstrend auch da. Ähm, und das hier unten ist Geschichte. Das heißt, damit wir wirklich die Oberseite mit ablaufen können, das heißt hier ähm, diese Zwischenhochs mit raufnehmen können aus den Märkten, brauchen wir halt aus jetziger Sicht natürlich den Sprung hier oben drüber, über dieses Level, was wir hier haben. Also. Über diese Marke von 1, 18 87, 88 in etwa. Da reicht kein kleiner Lupfer drüber, sondern da müssen wir tatsächlich drüber. Und wenn der Markt hier tatsächlich durchatmet, dann haben wir durchaus auch Chancen, auf die Oberseite raufzulaufen. Und wir sehen es halt hier aus diesem Bewegungsarm nach unten. Wenn ich da noch mal kurz den kleineren Zeitrahmen mit einbringe, die Zwischenhochs, die wir hier haben, das sind schon interessante Anlaufpunkte. Und wenn man sich die mal einfach so zur Brust nimmt, dann hat man halt schön einen, einen Verlauf, wo man gute, planbare Zielmarken hat. Und die nächsten haben wir halt hier bei 1.19.15, 1.19.32 und hier die 1.19.46. Das sind die Marker. Die wir da haben. Das äh, sind gute charttechnische Marken, äh, die wir durchaus planbar nutzen können. Hier oben können wir auch noch eine rauflegen, in etwa auf die 8, äh, 1, 19, 77, wenn es hier denn drüber geht. Das wäre dann das Thema, dass dieser kleine Aufwärtstrend, den wir hier haben, sich entsprechend fortsetzt. Und der hat dann die, das, das Durchschlagspotenzial zur Oberseite hin. Und da ist schon einiges da, wenn man mal sieht, wie stark der Markt entsprechend auch unter Druck gekommen ist auf der Tagesbasis. Dann ist da schon einiges an Erholungspotenzial auch da. Und wie schon gesagt, sehr, sehr interessant wird es halt hier unten im Bereich 1,19,52. Da war der Durchbruch unten raus, da wurde ordentlich auch abverkauft. Hier wird es spannend, wenn wir tatsächlich oben reinlaufen, was dort passiert, ob der Markt reinkommt und weiter Stärke hat oder das ein gutes Level ist. Die Unterseite zu begleiten. Also, das hätten wir auch mit Blick in den Euro-US-Dollar. Und ich schaue gerade mal in die Chats. Fragen haben wir hier an dieser Stelle heute keine weiteren. Also, wer Fragen hat, bitte immer einfach rein in die entsprechenden Chats. Dafür sind wir hier. Äh, dafür mache ich das Ganze. Die haben wir heute nicht, die Fragen. Das heißt, an dieser Stelle würde ich sagen, dann wünsche ich allen einen erfolgreichen Trading-Tag. Die Pläne fürs Trading sowieso machen, das Ganze schön durchziehen, wie immer. Also einen Plan machen, den Plan traden und dann sehen wir uns an gleicher Stelle morgen wieder hier pünktlich um 8.30 Uhr. Ich hoffe, morgen macht mir hier Facebook keinen Strich durch die Rechnung und wir sehen uns pünktlich. Also danke fürs Zuschauen, empfehlen Sie uns weiter und bis morgen. Dann alles Gute und Tschüss.